Promenade, yeah. Die Sendung startet jetzt. Die Promenade ruft und die Promenade ruft zum ersten Hallo und zum zweiten ganz viel, Alex, nämlich Musik, Comedy und Theater. Oh ja, wir stehen nämlich hier in Münster an der Promenade, da ist heute Grünflächenunterhaltung angesagt. Und was liegt da näher, als mit Promenade an die Promenade zu gehen und mal zu gucken, was hier so abläuft? Man hört schon ein bisschen im Hintergrund, die ganze Angelegenheit ist natürlich so ausgerichtet, dass hier auf der ganzen Promenade irgendwo Musik ist und auch noch ganz andere Veranstaltungen, von denen wir noch keine Ahnung haben, aber die wir gleich ausfindig machen werden. Genau, wir schauen uns das mal an und ihr könnt einfach mitkommen. Herzlich willkommen auf der Promenade, bei Promenade. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt. Das Magazin, Hendrik, du weißt es. Ich glaube, da hinten wird gerade irgendwie so Zen-Zeugs gemacht, oder? Zen? Oh geil. Wenn wir mal fragen dürfen, was machen Sie hier? Ja, das ist eine Steleninstallation und ich mache den Klang zu dem Chor der neuen Stelen. Und warum liegen hier gerade zwei Leute um Sie herum? Weil man den Klang besser wahrnehmen kann, wenn man liegt, die Augen schließt. Denn das ist ja etwas ganz Leises, Zartes. Und wenn man dann selber noch ganz bei sich ist, kann man das einfach besser wahrnehmen. Ach so, man ist dann sozusagen klangisoliert, ja? Ja, von der Vorstellung her, als würde man auf so einem Floß, auf so einem ganz leichten, sich bewegenden Fluss befinden. Da denke ich, müsste ich danach ziemlich pinkeln. Ist schon mal passiert, dass hier das wieder... muss man auch. Gut, dann wünsche ich noch... eine gute Entspannung. Ja, herzlichen Dank Ihnen. Ich weiß immer nicht, ob ich mich auf sowas einlassen kann. Ich kann mich auch ohne Klangschalen entspannen, deswegen ist es für mich irgendwie ein bisschen überflüssig. Ja, du brauchst so ein Bier wahrscheinlich. Ja, eins, ich weiß nicht, ob das reicht. Ach du, hier, ich habe in 2 Minuten einen Termin. Wo musst du hin? Ja, für einen Report, hier Interview mit dem Thomas. Ah, okay. Ja, dann mach das mal. Ich gehe in der Zeit, weiß nicht, ein paar Bäume umarmen oder so. Genau, viel Spaß dabei. Danke, dir auch. So, wir stehen jetzt hier vor Steffis Promenadenmischung, immer noch an der Promenade. Das Stichwort ist Grünflächenunterhaltung und neben mir steht jetzt Thomas Nufer, der Organisator des Ganzen. Herr Nufer, was steckt dahinter überhaupt? Grünflächenunterhaltung, denkt sich der geneigte Promenadenzuschauer, wieso müsste man Grünflächen unterhalten? Ja, es ist, geht zurück auf ein Amt, was es gab vor etwa 8 Jahren. Es gab in Münster das Amt für Grünflächenunterhaltung. Und dann habe ich den Leuten gesagt damals, merkt ihr denn nicht, was ein Potenzial dahinter steckt? Grünflächenunterhaltung, merkt ihr das nicht? Niemand hat darauf reagiert. Und dann kam der Sturm Kyrill, der alles hier lahmgelegt hat. Und dann habe ich nochmal gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, denn jetzt brauchen die Pflanzen, die Bäume Zuspruch. Sie müssen irgendwie merken, wir lieben sie, wir wollen wieder aufbauen, mental. Und wie kann man das? Durch Worte geht das nicht, man kann es eben nur durch Musik. Nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Pflanzen, es ja, die Musik. Es ist hauptsächlich für die Pflanzen. Die Menschen sind nur Beiwerk. Die sind zufälligerweise hier. Die haben ja eigentlich nichts zu suchen. Ja. Es ist nur gedacht für das Wachstum der Promenade und der Pflanzen hier. Wie soll es weitergehen mit der Grünflächenunterhaltung? Ja. Ausgebaut werden oder? Ja, könnte ausgebaut werden. Wir haben nicht die gesamte Promenade bespielt. Werden wir wahrscheinlich auch machen müssen, wenn es noch so weitergeht. Dann werden wir ausweichen und dann ist die gesamte Promenade geschlossen. Und dann gibt es ein großes Fest. Darauf sind wir alle gespannt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück dabei. Ja. Gucken wir mal weiter, was es noch so gibt. Hallo. Hallo. Na, wer bist du denn? Ich bin die Silke. Was wird hier so gemacht? Wir spielen Poi. Poi? Poi, genau. Das ich kenne nur Koi. Karpfen. Das ist ein bisschen was anderes, die würde ich nicht so viel rumschleudern. Ja. Poi spielen, das kommt aus Neuseeland ursprünglich. Ja, heißt eigentlich, glaube ich, nur Ball. Sind halt diese Bälle an den Schnüren und damit kann man verschiedene Moves machen, vor dem Körper, hinterm Körper, alle möglichen Bewegungen, Varianten. Wie lange braucht man so, um das zu lernen?
Also am Anfang kriegt man die Sachen relativ schnell mit. Also so die ersten Grundsachen, das kriegt man dann schnell raus. Wenn die Sachen dann ein bisschen komplizierter werden, dann muss man halt ein bisschen üben. Der eine kann dies auch besser, der andere das. Widerwärtig. Du stehst nicht gerne im Mittelpunkt, ne? Nein. Hölle, Hölle, Hölle! Warum stehen Sie hier? Was ist das für eine Band? Kennen Sie die? Sundrup. Achso, und woher kennt man die? Sind die so Münster-Lokal-Matadore, oder? Habe ich gehört. Aber dass das Sundrup ist, habe ich erst an dem Schild gesehen. Ach ja, ich sehe. Und es gefällt Ihnen? Ja, sehr gut. Sehr und die Veranstaltung so insgesamt? Super, finde ich ganz toll. Ganz viele unterschiedliche Gruppen, man geht so rum und hört sich alles an. Ganz toll. Dass ich hier ein paar bekannte Leute treffen würde, wäre ganz schön. Ja? Ja, hier sind doch genug Leute, also warum musst du denn unbedingt mal Leute treffen, die du kennst? Ach, da guck mal, da sehe ich jemanden, den ich kenne. Hätte ich doch mal mein Didgeridoo mitgenommen, ey. Ich würde mich auch total freuen, wenn du noch mal ein Reunion-Konzert mit denen machen würdest. Das unter eurer Kutten schwingt. Müsst ihr an der Stelle. Früher hat er anders geklungen, als ich noch in der Band war. Hallo. Hi. Na? Kennt ihr mich noch? Ich nicht. Mich nicht? Muss ich dich kennen? Wen denn? Ja, so ein bisschen. Endlich. So schön, dich wieder zu sehen nach so langer Zeit. Zuletzt haben wir uns vor einem Jahr gesehen, in der Salzstraße. Vor 2 Jahren mittlerweile sogar. Vor 2 Jahren, richtig. Vor 2 Jahren, genau. Da hatte ich ein Didgeridoo mit. Der Groschen fällt immer noch nicht. Doch, abgefahrenerweise schon. Ja. Seid ihr vom Veranstalter angesprochen worden oder habt ihr gedacht, hier können wir einfach mal mitmachen? Wie waren das am ersten Mal? Ich glaube, ich habe das im Netz gesehen. Vor 4 Jahren, als das erste Mal war. Dann wünsche ich euch noch gutes Gelingen und ja, tschüss. Bis dann. Oh. Nein! Nein! Lass mit! Nein! Was würde jetzt normalerweise mit dem passieren, der es gemacht hat im Mittelalter? Ja, direkt an der Wand und dran pissen. Dran pissen? Ja, klar. Gut, dann verziehe ich mich jetzt langsam, verpiss mich sozusagen. Tschüss. Musik gibt es ja nicht nur auf der Promenade, sondern auch überall anders auf der Welt. Und da haben wir natürlich auch immer alle unsere Augen und Ohren offen. Überall anders auf der Welt, zum Beispiel auch an den Flecken, die Willy Fox schon mal bereist hat, der Typ aus In 80 Tagen um die Welt. Zum Beispiel, aber das ist natürlich nicht nur eine Person aus einem Roman, sondern auch eine Band. Aus dem Genre Screamo. Was genau das ist, konnte ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen, aber guckt den Beitrag mal und dann wird euch so einiges klarer sein. Viel Spaß. Hallo, wir sind Willy Fogg. Also es hat alles, es hat irgendwie damit angefangen, dass wir alle zusammen immer saufen wollten und unser Ziel war es einfach nur einmal im Leben Konzert so auch zu spielen. Das Ziel war gesteckt, nun fehlte nur noch ein Bandname. Willy Fogg sollte es sein. Jonas hat es erstmal vorgeschlagen und dann meinten alle, dass wir das scheiße finden und auf gar keinen Fall möchten und irgendwie 2 Wochen später war es allen egal, dann haben wir es einfach genommen. Zu einer guten Band gehören aber auch gute Songs. Bei den 5 Jungs hat sich das auf ein harmonisches Miteinander eingespielt. Das machen wir eigentlich alle so. Also ich schreibe zum Beispiel nur die Texte und der Rest wird dann halt im Proberaum gemacht. Also da gibt es halt kein wirkliches Konzept. Die setzen sich dann da hin und machen irgendwas. Und man guckt dann so halt, was so, wie das alles so drüber passt. Zurzeit trifft sich die Band einmal pro Woche zum Proben. Denn neben Studium, Arbeit und anderen Verpflichtungen bleibt oftmals nicht viel mehr Zeit. Wie vereinbaren die Jungs ihre Leidenschaft zur Musik in ihrem Alltag? Ist halt eher schwierig irgendwie, aber keine Ahnung, man hat glaube ich relativ viele Vorbilder, die halt auch einen ganz normalen Job nachgehen und trotzdem eine relativ erfolgreiche Band irgendwie am Laufen haben. Und ja, im Grunde ist das so
so ein Richtwert quasi. Also es wäre schön, wenn es so laufen könnte. Mein Leben ist wenn ich lache, ist es nur zu schrecken. Ich kann nicht sagen, wo ich gehen soll und was ich zu lassen habe. Doch ich werde mich dir nicht beugen. Ich gehe das Wort. Für Konzerte ist jedoch immer Zeit. Und das meist am Wochenende. Ein netter Nebeneffekt der zahlreichen Auftritte ist das Kennenlernen anderer Bands. Denn dadurch sind schon so einige Bandfreundschaften entstanden. Das ist immer ganz schön, man kommt halt zu den Konzerten, wenn man mit denen spielt und mit den Leuten. Und man kommt halt direkt hin und es ist einfach auch irgendwie ein bisschen wie nach Hause kommen, weil du kennst dann die Leute und... Das sind halt auch irgendwie richtig, also das ist total komisch, weil man sich halt nicht so oft sieht, aber man ist einfach komplett auf einer Wellenlänge und ja, versteht sich halt ziemlich gut. Für die Zukunft wollen sie weiterhin Spaß an ihrer Musik haben und noch viele weitere Konzerte spielen. Und das ist es heute, das Portemann der Tune. Ja, Alex, ziemlich durchwachsenes Wetter heute, leider. Jo. Aber eigentlich auch wenigstens passend zum Ausklang dieses Abends. Fängt es jetzt an zu regnen, das heißt, man konnte wenigstens noch vorhin die ganze Zeit bei schönem Sonnenschein. Passt vor allem zu dem Motto des Veranstalters. Er will ja, dass die Pflanzen weiter wachsen durch die Musik. Es regnet, die Pflanzen wachsen noch mehr und wachsen und wachsen und wachsen. Irgendwann ist das Ganze ein Urwald und man weiß nicht mehr, wo man die Grünflächenunterhaltung machen soll. Tja, so ist das Leben, ne? Ja, das stimmt. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Ne? Ja, wir gehen einfach mal zum Auto und fahren dann nach Hause. Jo, ich auch sagen. Bevor die Sendung jetzt endgültig um ist, haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Ja, wir müssen ja die Gewinner der Vagans-CDs auslosen. Wie in der letzten Folge ja versprochen, bekommt diejenigen, die die Antwort richtig hatten, eine CD. Ja, und nicht nur das, noch eine Autogrammkarte von uns persönlich gewidmet und signiert. Ja. Es haben sich ganz viele beworben. Leider können nur 3 von den 4 etwas gewinnen. Ich würde sagen, spiel einfach mal los, Fee. Okay, mach ich. Okay. Ja. Prall gefüllt ist er. Gucken wir mal. Spannung steigt. Ja, wer ist es? Wer ist es? Derek BH. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Herzlichen Glühstrumpf, wie wir hier sagen. Oh Gott, sagst du auch zum Bleistift? Ja, genau. Ich sag auch Okese oder Okele. Okay. Ja. Der nächste Gewinner, die nächste Gewinnerin ist Sandra Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich sage Ja zu Sandra. Ich bin mal gespannt, was für ein Kracher du für den nächsten Gewinner. Na, wer ist es? Es ist Tim Harnisch. Herzlichen Glückwunsch. Tim Harnisch, ja. Apropos Mittelalter. Die habe ich ja heute auch wieder getroffen, meine Bandkollegen. War ein sehr schönes Erlebnis. Insgesamt auch eine schöne Sendung. Nochmal Glückwunsch an die Gewinner. Ich hoffe, ihr fangt was Gutes damit an mit den CDs auf jeden Fall. Mit unseren Autogrammkarten aber hoffentlich auch. Die müssen natürlich eingerahmt werden. Das geht nicht anders. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns in diesem Sinne. Ja, wir fahren nach Hause jetzt. War ein langer Tag. Ja, ich bin auch ein bisschen müde jetzt. Ja, dann kannst du ja schon gleich schlafen gehen. Tschüss. Bis dann. Tschüss.